Das ist Udo. Und Udo hat ein Problem. Er leidet an Schwersichtbarkeit. Aber ihm geht's gut. Er hat einen tollen Job. Sicherheitsdienst. Ein schönes Zuhause. Und er kann tun und lassen, was er will. Bis eines Tages Jasmin in sein Leben tritt. Der einzige Mensch auf der Welt, der Udo ohne Probleme sehen kann. Hallo, Sie da mit der Jeansjacke und dem Fleck auf dem Hemd. Ich meine, erst der Espresso und jetzt klauen Sie noch dem armen, dicken Mädchen die Torte. Hast du mich gesehen? Warst du denn da schon da? Ich wurde gesehen von einer Frau an der Espresso-Bar. Das ist doch fantastisch. Du gehst da sofort noch mal hin. Das war Zufall. Ja, jetzt ist alles Zufall. Wir haben eine Verabredung. Ein Date? Nein, ein Abendessen. Was wird das denn? Was? Du siehst aus wie ein schwuler Dirigent. Es ist nun mal so, dass ich gewissermaßen unsichtbar bin. Ich bin unsichtbar für alle, außer für dich. Ich weiß auch nicht, warum. Jasmin, komm doch rein. Ich dachte, es ist sicher okay, wenn ich noch jemanden mitbringe. Scheiße, meine Sachen. Ich geh mal rausgucken. Hallo. Guten Tag. Ich würde gerne zu Frau Kolbach. Frau Kolbach, kennt Sie? Ja, wir haben gestern miteinander geschlafen.